Made with Unity, Goblins Publishing, Alambic Studio. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Diluvian Winds, bei dem wir sehen schon im Hintergrund, unseren Leuchtturm ausbauen müssen, eine Gemeinschaft aufbauen, immer in der Furcht des ansteigenden Meeresspiegels. Und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal hinein. Ich drücke schon mal eine Taste, um loszulegen. So, ich war schon mal ganz frech ohne dich hier drinne und habe schon mal in den Optionen ein bisschen herumgespielt, weil das Spiel, das gibt's auch in Deutsch. Geil. So, sonst Steuerung, alles in Ordnung. Man kann sogar die Tastaturbelegung kann man einstellen. So, heißt also, ich würde sagen, wir stoten jetzt einfach mal los. Ich gehe einfach mal frech auf Spielen. So. Oha, so, neues, okay, nee, Tutorial wollen wir nicht überspringen. Ich würde hier einfach mal auf ein neues Spiel gehen, diesen Spielstand auswählen, Naturellement. So, dieses Spiel wird automatisch gespeichert. Wir kriegen ein Symbol hier unten, ja, okay. Wie soll das? Natürlich sollen wir das dann nicht ausschalten. Das wäre auch total verrückt. Diluvian Winds, Prolog. Oha. Tag 1. Ein neuer Tag beginnt. Das sah jetzt nicht so gesund aus. Ich glaube, das Meer kommt langsam. Wir müssen uns sputen. So, der Leuchtturm. Der Leuchtturmhüter. Mein Leuchtturm ist ein einziges Chaos, das aus den Fugen geratene Wetter und die ständigen Katastrophen zerstören alles, was wir aufbauen. Was für ein Leben, aber es hilft nichts. Wir müssen alles wieder aufbauen. Na, ich bin einfach zu alt für diesen Mist. Sehr schön. So, ach du Scheibenkleister, das sieht sehr vertrauenserweckend aus, besonders wenn die Flut steigt. Oh, Elmar! Ich warte auf die nächste Karawane, sag Bescheid, wenn ich in der Zwischenzeit helfen kann. Ja, aber du geh nicht zu weit weg. Der Leuchtturm ist ein sicherer Ort und wir müssen so viel tun, um unser Überleben zu sichern. Okay, also wir sind schon mal zu zweit. Okay, wir sind gerade. Okay, hier ist Morgengrauen. Karawanenphase. Ankunft und Abreise von Reisenden. Aufgabenphase. Okay, wir können Aufgaben zuteilen. Nachmittag-Arbeitsphase. Reisenden erledigen ihre Aufgaben. Die Reisenden, hier kommen einfach irgendwelche Leute zusammen und wir spannen die ein, quasi hier bei uns am Projekt mitzuarbeiten. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, okay, gut, ja. Abend, gibt's noch Fresserchen? Okay, nimm mit den Reisenden eine Mahlzeit ein. Verbessert die Moral. Okay, und gibt auch noch Boni. Je nachdem, was wir gewählt haben, bleiben die denn? Betreue das Feuer des Leuchtturms. Okay. Ermöglicht die Dauer der Karawanenreise. Okay. So, also jetzt kommen gleich. Wir gucken uns erstmal um. Können wir uns umschauen? Wir können uns anscheinend nicht umschauen. Ich kann nicht laufen. Wie sieht's aus? Kann nicht laufen? Warte mal. Ja? Nee? Nee? Vielleicht muss ich dann doch weitermachen. So, wie sieht es aus? Wir sollten zunächst einmal die Trümmer beseitigen. Wir müssen dieses Holz wiederverwerten. Das kann ich erledigen. Sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Okay,
Gut, Elmar, du kleine Süße. Ach, ich will dir in die Wangen kneifen. So, Elmar. Elmar ist ausgewählt. Oh Gott, das ist deutlich umfangreicher, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Hier oben haben wir, okay, wir haben 30 Gemüse am Start. Fisch haben wir nicht. Raupen haben wir nicht. Geile, fette Engerlinge. Holz haben wir ein bisschen am Start. Metall nix, Textil nix und Öl haben wir auch nischt. So. Elmar hat anscheinend ein paar Perks. Der kann Obst anbauen oder beziehungsweise er kriegt 15 Obst beziehungsweise Gemüse. Okay, im Treibhaus produziert eine geringe Menge Holz in der Holzfällerhütte. Und er kann Lebensmittel lagern. Interessant, interessant. Das sind die Effekte. Okay, Eichhörnchen, Gemüseproduktion plus 5, Fisch aber minus 5. Okay, und er ist zufrieden, plus 2, wenn er Ressourcen produzieren kann. Okay. Spezies, okay, Eichhörnchen wohnt im Wald. Schon lernt man mal wieder was dazu. Ist ein Traum hier. Also. Okay, wir müssen eine Holzfällerhütte bauen. Okay. Bringt 2 Siegpunkte. Ist Optimist, kann unabhängig von der Moral immer arbeiten. Ist ein Traum. So, er kann aufräumen. Nö, wollten wir jetzt eigentlich nicht machen. Elmar sollte. Wie tun wir? Hier könnten wir wohl aufräumen. Oh, hier unten. Oh, scheiße, hier unten ist aber. Okay. Elmar. Ich entferne die Trümmer. Am Nachmittag müsste ich damit fertig sein. Jede Aktivität ist anstrengend und senkt die Moral. Sinkt sie auf Null, muss ich mich ausruhen und kann dir nicht mehr helfen. Also, das ist jetzt Exposition, die ich eigentlich gedacht habe, aber ich habe sie denn doch laut ausgesprochen. So, interessant. Wer ist das hier? Guten Tag. Wir haben viel mit Eichhörnchen zu tun. Evelyn. Oh, wie ich sehe, steht das Gewächshaus noch. Wenn du mich ihm zuteilst, suche ich dort nach Essen. Okay, ja, gute Idee. Die Produktion von Ressourcen ist das A und O, wenn es ums Überleben geht. So, sehr schön. Okay, gut, Evelyn. Evelyn kann im Treibhaus geil. Okay, gut, ja, hat letztendlich die gleichen Eigenschaften. Wie Elmar, arbeitet mit Reisenden, die kommen ja einfach an, ich versteht immer noch nicht. So, Evelyn kann mal schön arbeiten hier oben. Hier oben ist das Treibhaus, okay, hier können wir auch die Arbeiter sehen, die zugeteilt sind. Plus 22 Gemüsli kriegen wir dann, sehr schön. Ich denke, ich werde gegen Mittag fertig sein. Die Produktion von Ressourcen hängt von vielen Faktoren ab. Moral, Spezies, Spezialitäten, dem Wetter, meine Laune. Als Hüter liegt es in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Aufgaben effizient verteilt werden. Also nicht rumgammeln und rumlümmeln, ja, das Spiel spielt sich nicht von alleine. So, sehr schön. Danke, Evelyn. Wie es aussieht, sind alle beschäftigt. Es wird Zeit, mit der nächsten Phase des Tages fortzufahren. Oh, das ist natürlich cool. Vielen Dank. Das ist natürlich sehr geil. Was ist da unten los? So, Kamerasteuerung, VSD. Ja. Man kann mit der Maus auch rauszoomen. Ja, mega gut. So, dann können wir hier ein bisschen rumwurschteln. Das ist wirklich sehr energisch. Da können wir. Was ist das hier unten? Oha, okay. Wir können rauszoomen, noch ein bisschen rauszoomen, noch ein bisschen. Wir können nicht noch mehr rauszoomen. Können wir uns hier nicht irgendwelche geilen Netze hinpacken? Hier schwimmt so viel Kram vorbei. Wir können wir wirklich gut gebrauchen. Holz? Oh, wir können auch nur 50 Holz. Okay, gut. Ich brauche bald ein Lager. Anscheinend muss ich auch bald ein Lager haben. So, interesting. So, plus 22. Raumstufe 1. Die Räume können wir also... Ach du Scheibengleister. Die Räume können wir also auch noch upgraden. Das ist alles überhaupt kein Problem. So, wie sieht's aus? Es ist...
Was ist das hier? Ist das jetzt das zukünftige Wetter? Entweder könnte es nur wolkig werden, Feuer minus 1, Moral minus 1, und könnte neblig werden, Feuer minus 1, Moral minus 2, oder könnte sehr windig werden, Feuer minus 2. Wenn es windig ist, ist es Feuer minus 2? Müsste denn nicht... Egal. So, Insektenproduktion plus 5. Geile dicke Engerlinge. So, wir haben noch keine Gewinnpunkte. So. Große Fragie. Was ist hier unten Phase? Hier kann man aber auch nicht großartig was machen. Die kann man auch nicht machen. Wie kann ich denn bauen? Und was ist das? Und hier, holla die Waldfee. Hier geht's aber ordentlich weiter. Hier hinten, okay, hier hinten kommt die Karawane an. Das Dorf hatte aber schon mal bessere Tage gesehen. Hier hinten ist auch völlig im Arsch. Ist ja alles völlig im Arsch. Da hinten ist noch ein... Da hinten ist das eigentliche Dorf, man sieht es aber leider nicht so richtig. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann säuft doch hier unten alles ab. Sehe ich das richtig? Müsste ich denn nicht hier oben? Müsste ich... Hier hinten ist auch so lagerartig. Müsste ich denn nicht alle nach hier oben buxieren? Also meinem Leuchtturm ist es ja mehr oder minder egal. Der besteht ja hier aus Stein. Massiven Stein. Ja. Wobei, der hat auch schon ganz schön... Naja, okay, gut. So, wir machen mal weiter. Wir lassen uns mal überraschen. Okay, wir haben Holz. Oh Gott. Okay, ein bisschen zu viel Holz. Und jetzt können wir schon gleich Fresserchen machen. Sehr schön. Beauty! Emma ist halbwegs erschöpft. Tage bis zum Ende dieser Anfrage. Emma möchte gerne... Ist das von Wachsein zu schlafen? Möchte er... Elma braucht... Was? Muss er erst in 3 Tagen schlafen? What the f... Was? Und hier erst in 5? Oder wie? Verstehe ich nicht. Okay, gut. Tutorial geht ja noch weiter. So, lassen wir uns einfach mal überraschen. Der Hüter. Nach der Arbeit wird es Zeit, sich auszuruhen. Es geht nichts über ein ordentliches Gelage, um die Moral zu heben. Je voller der Topf, desto besser fühlen wir uns danach. Behalte aber die Essensvorräte im Auge. Es ist immer gut, eine gewisse Reserve zu haben. Eine ausgewogene Mahlzeit gewährt uns verschiedene Boni. Denke daran, deine Zutaten und Mengen zu mischen. Mit großen Leuten wie dir in der Nähe ist die Flut deutlich angenehmer. Deine Großzügigkeit schreit nach einem Festmahl. Meinen Sie jetzt mit mich, oder was? Ja, keine Ahnung. So, du kannst den Topf mit verschiedenen essbaren Ressourcen füllen, die vorrätig sind. Ja, warte mal, lass mich mal raten. Also wir haben weder geile Insekten noch Fisch. Wir haben nur Gemüsli, ja, haben wir nur da. Also heute gibt's geil Kohleintopf. Weiß ich nicht. So, ich weiß nicht, ob das ein Festmahl ist. So, die Moral eines Reisenden wird von der Menge an Ressourcen in der Mahlzeit beeinflusst. Ach, heißt es, wir kriegen jeden Tag verschiedene. Die hauen dann immer wieder ab und wir müssen gucken. Oha. Oh, da wird aber richtig schön strategisch. Mega geil. Aber zumindest, wir bedanken uns ja mit dem Essen. Aber wenn wir uns mit dem Essen bedanken und die sind am nächsten Tag wieder weg. Nee. Also müssen die ja wohl doch da bleiben. Sonst gehe ich denen. Die kriegen einfach geil Sägemehlbrötchen, ja? Und vielleicht ein bisschen Wassersuppe. Geile Steinsuppe. Und dann schicke ich die wieder auf die große Fahrt. Keine Ahnung. So, das Rezept und seine Effekte ändern sich basierend auf den verwendeten Zutaten. Okay, na du. Ich muss wieder ein bisschen was rausnehmen. Wir sind doch nur zu zweit. Ich hab nichts anderes. Reichen 20? Ich habe nur 22 hergestellt heute. Ich... Reichhaltiges Essen. Jetzt ist es ein Festmahl. Ihr wollt ein Festmahl? Er wollte ein Festmahl, also müssen wir ein Festmahl machen. Wenn ich hier nur Kohl reinhaue, warum hängen da geile Fischköpfe da oben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir bestätigen einfach mal. Es gibt einen geilen grünen Salat. Einfach grüner Salat, Holzproduktion plus 5. Weil wir wissen, ja, man kann den ganzen Tag kann man Holz hacken, wenn man nur einen geilen grünen Salat davor hatte. Also,
die Späne, die Baumstämme, fliegt einfach nur so. Man sieht einfach nur panisch die Tiere quasi den Wald verlassen, weil man einen Baum nach dem anderen umhackt. Auf grünen Salat. So, ich mach mal weiter. Die sind froh und glücklich, die kleinen Schnuffkins. So, und jetzt, ja, da kommen wir jetzt ja zur Leuchtturmphase. Heißt also, wir müssen jetzt alle schön nach Hause, oder was? Und die... Das Feuer könnte stärker sein. So, dieses Feuer ist der Schlüssel für unser Überleben. Wenn ich es ausgehen lasse, sehen Reisende den Leuchtturm nicht. Und ich werde vom Rest der Welt isoliert. Das Wetter hat jeden Tag einen wechselnden Einfluss auf die Flamme. Wir können das Feuer am Brennen halten, indem wir es mit Brennstoff versorgen. Natürlich, ich hau ja einfach ein bisschen ein paar Bretter, ein paar Kienäppel rein und wenn ich das noch ein bisschen aromatischer haben möchte, ein paar Tannenzweige. Oh, die knistern auch immer so schön. Allerdings werden die Brennmaterialien auch für den Bau und die Verstärkung des Dorfs benötigt. Was da hinten so komplett zerfallen ist, oder wie? Okay, na gut. Die Zukunft hält vermutlich einige schwierige Entscheidungen für uns bereit, aber fürs Erste haben wir genügend Holz, um das Feuer möglichst stark zu machen. Okay, so, du kannst das Feuer mit Gegenständen aus deinem Lager füttern, die als Brennmittel verwendet werden können. Ich kann da auch irgendwelche Teppiche reinschmeißen. Okay, na gut, ja, und Öl. Nun ja, okay. So, das Wetter schwächt das Feuer. Geht es aus? Hast du verloren? Ach, das Feuer. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie Waldbrand, irgendwelche anderen Katastrophen, die auf uns zukommen. Interessant. So, je stärker das Feuer ist, desto schneller finden die nächsten Exilanten den Leuchtturm. Ah, die bleiben also doch immer bei uns. Interessant, interessant. Okay, gut. Gut zu wissen. So, werden wir jetzt also... Das Feuer könnte nicht stärker sein. Woher sieht man... Ach so, da unten sieht man das. Ah, okay, gut. 10 Holz reichen also. Dann würde ich sagen... Oh, hier unten ist die Karawane. Die ist schon halb da. Ich würde einfach mal bestätigen. Das geht nicht so schnell aus. Reisende werden es schon aus der Ferne sehen. Okay. Dann, ja, was jetzt? Gehen wir jetzt ins Bett und... Ist das die Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage? Weiß ich nicht. Es ist keine Ahnung. Ich bin gespannt. So, wir drücken mal drauf. Tag 2. Ein neuer Tag beginnt. So, Feuer prasselt noch fröhlich vor sich hin. Dann gucken wir doch mal. Tag 2. Die sind schon halb da. Die kommen dann aber erst... Kommen die denn morgen oder kommen die heute Abend eventuell an? Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. So, ich mache einfach mal bestätigen. Unsere nächsten Reisenden sind noch einige Tage entfernt. Achso, okay, einige Tage. Ich dachte wahrscheinlich Hansch. So, heute kommt also niemand an. Kümmern wir uns um die morgendlichen Aufgaben. Na, dann gucken wir mal. So, Wir gucken mal. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Irgendwas? Was sind denn die morgendlichen Aufgaben? Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. So, Schnuffkin, komm ran hier. Elmar hat hier schön aufge... Der hat ja wirklich komplett alles abgerissen. Nicht verkehrt. So. Das Ding steht hier auf Stelzen. Kann ich jetzt hier unten... Aber wie kann ich denn bauen? Wie kann ich hier bauen? Ich würde sie jetzt wieder hier reinschicken, ja.
Kann sie doch jetzt hier reingehen? Verstärkung? Okay, krass mit Holz. Okay, wir können... wir können die einzelnen Räume... Die Raumstufen... Nee, das ist aber noch was anderes, oder? Also, klar, Verstärkung. Vor dem steigenden Meer. Und dann aber noch Raumstufe, damit wir mehr produzieren? Fragezeichen. Holz haben wir ja reichlich. In Anführungsstrichen reichlich. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ich bin mir jetzt unsicher, was ich jetzt machen soll. Und was sind die morgendlichen Aufgaben? Genau, so. Evelyn, komm ran hier. Sie geht jetzt einfach mal hier rein. Kann ich sie jetzt hier einfach... Nö, kann ich nicht. Kann ich ziehen, kann ich machen, kann ich tun. Wie wollen wir jetzt machen? Ich habe keinen blassen Schimmer. So, hier soll sie ja rein. Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wie sollen wir jetzt tun? Morgendliche Aufgaben? Haben wir morgendliche Aufgaben? Ich kann sie nicht zuweisen. Müsste ich also jetzt immer eins weitermachen? So, Brutzelbär ist jetzt wieder unten. Jetzt können wir Aufgaben hinzufügen. Also, wenn ich einfach sagen dürfte, du hast nicht die Mittel, um Holz zu produzieren. Wenn du willst, kümmere ich mich darum. Ja, ist eine gute Idee. Wir haben die Fähigkeiten, eine Holzfällehütte aufzubauen. Ja, sehr schön, sehr schön. Mega geil. Ja, wir reisen und suchen nach Orten, an denen wir Unterschlupf finden können. Wir haben Anfragen und Vorschläge. Wenn du diesen nachkommst, profitieren der Leuchtturm und alle seine Besucher davon. Bauen wir eine Holzfällehütte. Okay, gut, ja, ist überhaupt kein Problem. Elmar, du geile Sau, komm ran hier. Bauen. Holzfällehütte. Minus 10 Holz, kann ich mir noch erlauben? Ist es egal? Nee, ich muss sie hier unten hinbauen. Ich baue sie einfach hier vorne hin. Warum nicht? Platzsparend. Ja, alles klar. So, sehr schön. Jeder Reisende hat eine Anfrage, für deren Erledigung er ein bestimmtes Zeitfenster hat. Klicke auf dem Charakterblatt auf das Symbol, um Details anzuzeigen. Okay. Konstruiere Garbande de Bûcheron. Okay, sehr schön. Erledige aber... Anfragen, erledigte Anfragen, alter Schwede, bescheren dir Siegpunkte, erreichst du das Ziel, gewinnst du das Spiel. Sehr schön, 25 Punkte, das werden wir eventuell hinkriegen, aber wir schauen mal. So, ein Reisender, der seine Anfrage erledigt oder dazu keine Zeit mehr hat, verlässt den Leuchtturm mit der nächsten Karawane. Okay, also heißt Elmar wird dann abhauen, wenn er hier... Warum? Wenn das Sägewerk fertig ist, dann wird Elmar abhauen? Och nö, das ist doch nicht... Wir sollten unsere Nahrungsversorgung erhöhen. Ja, schön, ich warte auf einen Auftrag von dir. Sehr schön. So, Evelyn, komm ran hier. Wir wollen... Genau. Eichhörnchen plus 5. Lecker, lecker. Dann sind unsere Vorräte wieder schön aufgefüllt. So, es geht nichts über ein gutes Essen nach einem arbeitsreichen Tag. Und am liebsten esse ich einfach nur grünen Salat. Ohne irgendwas, einfach nur die grünen Blätter. Wenn ich mal einen guten Tag habe, dann putze ich die auch noch und spüle unter Wasser ab. Aber gib sie mir einfach roh und labberig. So, heißt, okay, zweiter Tag. Okay, zweiter Tag, jetzt wird's nebelig. Ah, okay, und das ist die Wettervorhersage für den nächsten Tag. Insektenproduktion plus 5, da freue ich mich schon sehr drauf. Oha. Oh, da ist noch stark Wind und Feuer. Oh, Scheibenkleister, wir brauchen unbedingt Holz.
Wir brauchen unbedingt mehr Holz, aber vor allen Dingen, brauchen wir so eine geile Engerling-Produktion, weil das Wetter wird wirklich sehr, sehr gut dafür. Ich bin gespannt. So, heißt also, wir drücken jetzt mal drauf, der alte faule Sack hier, ja, der Leuchtturmwärter, mit dem können wir ja gar nichts anfangen. Oder hat der, ist das, sind die Morgenaufgaben für ihn, von wegen Fischen und so weiter? Wir werden es mal, wir gucken mal morgen. So, die Holzfällerhütte wurde gebaut. Ich denke, wir sollten diesen Raum bauen. Sehr schön, 2 Siegpunkte haben wir bekommen. Elmar geht. Das heißt das, der ist aufbruchsbereit. Und Evelyn kann noch 4 Tage bleiben. Oh, Elmar geht. Och nö. Ich habe ihn wirklich lieb gewonnen. Warum muss er gehen? Ah, schrecklich. So. Ich muss mich jetzt wieder auf die Reise machen. Mit dem nächsten Konvoi breche ich auf. Ja gut, dass der nächste Konvoi erst in 4 Tagen kommt. Elmar muss noch bleiben. Ja. Ich melde mich bei dir, falls ich mal wieder in der Gegend bin. Danke für deine Hilfe. Du bist hier immer willkommen. Gute Reise. Okay. Oh. Okay, der Reisende hat keine Stärke mehr. Ruht sich in der nächsten Arbeitsphase automatisch auf, ja. Der Reisende ist erschöpft. Hier geht's ihm super geil. So, hier ist er super zufrieden. Und hier ist er geradezu glücklich. Aha. Okay, gut zu wissen. Also grün ist immer... Ja, grün ist immer das, was wir mindestens halten wollen. Am besten ja eher noch die blauen. Und wenn er gelb ist, dann stopfen wir einfach richtig schön Essen in ihn rein. Dann sollte es ja alles wieder in Ordnung sein. So, wenn die jetzt nichts zu spachteln kriegen, ja, dann werden die erschöpft. Heißt also... Spärliches Essen. Ach komm, so hier, komm. 20 reichhaltig. Morgen sind die richtig geil drauf. Wir könnten natürlich hier auch Hardcore machen. Aber, nee, bringt nichts. Heißt also, gibt nur ein reichhaltiges Essen. Wir müssen sparen und die Engerling-Produktion antreiben. So, wir... Oh ja, Holzproduktion plus 5. So, wir bestätigen einfach mal. Komm schon! Fülle den Topf. Hat den ganzen Tag nichts gemacht, ja. Hat einfach nur rumgestanden, ja. Hat uns ein bisschen was erklärt, aber jetzt am Abend, ja, will er nicht irgendwie mal auf 3 Gabeln grüne Salatblätter verzichten. Weil wir haben ja so viel, wir haben ja wirklich so viel. Na gut, hier, komm, fest mal. Alter Schwede, es ist... Aber nur, weil es Tutorial ist, ja? Nur, weil es Tutorial ist. So, hier, komm bitte. Die sind mega glücklich. Die spachteln sich jetzt richtig schön ein ab. Wir haben immer weniger Essen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist schon schön, dass sie sich jetzt schon mal schön voll spachteln können. So, Elmars letzter Tag. Wir haben ihn mal gebührend verabschiedet. Cool, dass er uns hier Holzfällerhütte aufgebaut hat. Wir brauchen aber unbedingt jemanden. Wir brauchen unbedingt jemanden, der da drin arbeitet. Und vor allen Dingen, nee. Also Evelyn muss unbedingt Fresserchen machen und wir brauchen, wann kommt denn, kann man sehen, wann die Karawane kommt? Nee, kann man nicht. Kann man immer nur am Abend sehen, oder? Naja, egal. So, wir machen mal die nächste Tageszeit rein. So, das Feuer könnte nicht stärker sein. So, das Feuer ist schon aus der Ferne zu sehen. Der nächste Konvoi wird morgen eintreffen. Okay, heißt also? Manchmal ist es klug, Ressourcen aufzusparen. Genauso wie Salatblätter, wa? Naja, Holz kann man ja zur Not auch essen. So. Ist das sonst hier immer ein Tag? Oder wie? Oder was?
Also wenn wir kein anständiges Feuer haben, 30 Holz ist auch echt nicht so aufregend. So, ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so. Wir sind ja hart an der Grenze und 5 kann ich ja nicht dazu machen. Das würde nicht funktionieren. Und die Karawane kommt ja morgen. So, ist ja alles in Ordnung. Dann bestätige ich doch einfach mal. Und dann können wir jetzt auch alle mal richtig schön gemütlich in die Koje hüpfen. Die meisten von uns haben ja heute auch ordentlich gearbeitet, ja. Nicht nur hier so ein bisschen im Feuer rumgestochert, sondern richtig malocht, richtig hart malocht. Und die Zukunft unseres Leuchtturms und der auch bald kommenden Besucher, ja, im Auge gehabt und geschützt. So, ich würde sagen, Tag 3. So, Feuerchen ist noch schön am Prasseln. Die nächste Karawane kommt. Ich bin gespannt. So, Elmar haut ab. Evelyn ist noch da. Hier kommt eine neue Karawane an. Ein Konvoi ist wie geplant eingetroffen. Reisende auf der Suche nach Ruhe, einer Zuflucht oder etwas zu essen werden einige Tage bleiben. Ja, weißt du, aber wenn die Ruhe suchen, dann sind sie ja an der falschen Stelle. Die haben mal richtig schön zu malochen und abends gibt's auch nur ein paar Blätterchen. Vielleicht, ja, vielleicht, wenn der richtige Besucher dabei ist, vielleicht gibt's dann auch lecker Engerling. Mal schauen, mal schauen. So, wir sollten sie so gut es geht willkommen heißen. Na denn, kommen sie ran. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer uns jetzt besuchen kommt. So, ach Elmar, mach es gut. Die Abreise von Elmar beschert uns 2 freie Plätze. Wir sind die neuen Reisenden. Na, komm raus hier. Bianca. Wo ist Bernhard? Die hat nur ein Charlie mitgebracht. So, Anfrage. Oh, Insekt zum Abendessen. Ja, wir kriegen die Engerling-Station. Geile Scheiße. Ja, gerne. Und Charlie. Wir könnten auch ersetzen. Und er baut einen Wohnraum. Ja, geil. Beide sind richtig geil. Oh, die bleibt nur 3 Tage. Oh, scheiße. Okay, na gut. Verbleibende Rerolls. Nö, ich nehme sie beide. Das ist richtig geil. Den nehme ich und den nehme ich auch. Beide nehme ich. Wir machen einfach mal bestätigen. Wir brauchen den Bauraum. Wir wollen den Wohnraum bauen und wir wollen natürlich auch lecker geil Insekten. Wir wollen die fetten, wabbligen, pulsierenden Engerlinge. Mal sehen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Machen wir mit dem Morgen weiter. Juhu, oh hallo. Ah, Wombats, oder? Oder kleine Bären. Oh, das ist ein Biber? Nee, das ist ein Biber und ein Bär, meine Fresse. Mach es gut, mach es gut, tschüss. Ach Mensch, ey. So, da fährt er dahin. Hier treibt, mir blutet das Herz, ich will hier ein paar Netze spannen. Das ist echt immer, so, ein bisschen rauszoomen. Die machen sich jetzt hier schön am Feuerchen, machen sie die gemütlich. Ich gucke mal. Hier wird hier irgendwelche Aufgaben. Holzfällerhütte, da muss unbedingt einer rein. Hier sind aber keine Sachen zu tun, außer, so, Abendessen. Sie würde gerne... Wir haben noch Holz da. Wir haben wirklich noch Holz da. Könnten wir. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was das hier für eine Phase ist. Okay, Morgenphase. Es ist einfach nur die Ankunft der Reisenden. Mehr sind die nicht. Okay, gut. So, wir können uns ja noch mal ein bisschen kennenlernen. Die wollen... Okay, ist ein Bär. Ist ein Bär... Textilien, schlechte Produktion, aber Insekten, richtig geile Produktion. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Und ist nochmal +2 zufrieden, wenn sie Ressourcen anbauen möchten. Dann haben wir jetzt hier noch einen Biber. Holzproduktion, Gemüse. Wir haben alles am Start. Mega geil, ist ein Traum. Und hier am Lagerfeuer anscheinend ruhen sie sich nochmal besser aus. So, gehe ich doch nochmal eins weiter.
So, jetzt wollen sie Aufgaben. Die werden wir natürlich gut verteilen. So, Bianca. Ach du grüne Leute, was mach ich denn für eine Stimme? Hallo. Alle zusammen. Ich kann in keiner euren Werkstätten arbeiten. Sind keine Bären in der Gegend. Oh, jede Spezies hat seine Spezialität. Natürlich. Wir Bären sind Experten für die Produktion von Insekten. Ich zeige es dir. So, sehr geil. Wann ist Bianca? Bianca? Bianca, ja, Bianca, Bianca. Wir bauen ein Wurmterrarium. Und Garten können wir auch. Wir können auch einen Garten bauen. Geile Scheiße. Wahrscheinlich für die Moral. Jetzt wollen wir erstmal ein Wurmterrarium bauen. Heißt also, ich setze es einfach mal hier dumm dreist daneben. Ich mach das einfach mal so. So, sie arbeitet schon mal da. Mega geil. Sie geht schon gleich an die Arbeit. Oh, Charlie. Charlie war. Gebäude sind nicht der einzige Unterschied. Wir haben auch je nach Spezies bestimmte Boni. Wir Biber sind Experten für die Produktion von Holz. Und wie ich sehe, hast du schon eine Holzfällehütte gebaut. Und die Eichhörnchen können mehr Gemüse als jeder andere produzieren. Oh, verstehe. Ich muss also... Warte, ich kann nicht ernst bleiben. Es ist schwierig. Ich muss also auf eure Eigenschaften eingehen, um eure Arbeit zu optimieren. Und damit liefere ich jetzt Exposition. Ist ein schwieriges Wort, aber es ist auch genauso schwierig, das irgendwie so rüberzubringen, damit der Spieler auch kapiert, was wir hier von ihm erwarten. So. Das ist doch... Das ist so doof. So, komm, Evelyn. Komm, Evelyn. Evelyn, geh jetzt mal hier schön hier rein. Arbeiten. Ja, bitte, bitte. Hier, einmal hier. Fresserchen. Cool. Und hier... Karl-Heinz. Karl-Heinz Bieber. Geht jetzt mal bitte gerne hier rein zum Arbeiten. So. Machen wir einfach einen auf diesen. Schwuppdiwupp. Oh, was es nicht alles gibt. Die Welt von Diluvian Winds ist die Heimat einer Vielzahl verschiedener Tiere. Ihr jeweiliges Wissen ermöglicht ihnen den Bau unterschiedlicher Gebäude. Jede Spezies hat spezifische Eigenschaften. Außerdem sind sie auf die Produktion bestimmter Ressourcen spezialisiert. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer holt uns jetzt hier die Fischchen raus? Wir müssen ja auch... Weißt du, ich denke ja hier immer schön an die Boni und so weiter. Und wenn wir alle drei verschiedene Nahrungsmittel haben, dann muss das doch quasi auch die beste Mahlzeit sein, oder nicht? Oder irre ich mich da? Puh, ja, keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Es wird hart gebaut. Es wird wirklich hart gebaut. Mega cool. So, und dann gibt's ja... Oh, nochmal schön. Ah, nochmal lecker Fresserchen. So, ich bin gespannt. Die Rezepte, die du findest, sind zusammen mit ihren Effekten im Rezeptbuch dokumentiert. Okay, gut. Ja, wir haben kein Essen. Wir haben einfach nur geil Salat. Mehr haben wir nicht. Aber das ist ja jetzt auch... Ja, keine Ahnung. Eigentlich reicht ja hier so eine kleine Pillerportion. Mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Komm hier, wir machen mal noch eine schönere. Ein spärliches Essen. Ist ein spärliches Essen? Schlechtes Essen. Ach, weil wir jetzt zu dritt sind? Oder beziehungsweise, oh nein, oder beziehungsweise zu viert? Ach du Scheibenkleister. So, hier sind die Rezepte. Was zum geilen Sitte, sieht aus wie ein Alligator. Hier gibt's eine fette Riesen-Pommes-Tüte. Hier gibt's Schlumps-Pumps. Und hier gibt's... Keine Ahnung. Pumps mit Schlups. Jetzt sieht aus wie eine Wiese hier unten. Ich lasse mich mal überraschen. Wartet denn hier alle die... So, wie sieht das aus? Die sind mega gut drauf. Da hält sich das einfach nur bei Evelyn. Dann könnte ich doch einfach mal hier einen auf diesen machen. Dann sind alle schön im Grünen. Ja, und dann machen wir mal bestätigen. Und alle spachteln sich schön einen ab und sind mega happy. Ja, mega cool. So, wird uns jetzt dieses Mal nicht reingeredet. Sehr schön, sehr schön. Da können wir jetzt also auch mal ein bisschen sparen, ja, Herr Hüter? Können wir auch mal ein bisschen sparen. Hat er jetzt dann auch mal gefuttert?
Hat er gefuttert oder wie sieht es aus? Bin mir unsicher. Bin mir wirklich sehr unsicher. So, die sind alle gut dabei. Heißt also, da frage ich mich auch noch, was zum Henker denn das jetzt hier wird. Weil, okay, hier ist noch ein Fisch. Ist es hier einfach nur... Ist es hier einfach nur Ausguck oder was? Ach, beziehungsweise hier oben ist ja das Fischnetz. Lassen wir das dann irgendwann runter und hier kann man gucken, ob und wie viele Fische da drin sind. Dass wir das Netz dann hochholen. Aber wie können wir das machen? Das ist die vierte Frage. So. Feuerchen anheizen. Oh ja, wir müssen wieder ordentlich nachlegen. Das Feuer ist stark zurückgegangen. So, müssen wir nochmal? Ach du Scheibenkleister. Das Feuer könnte nicht stärker sein. Aber gerade so, wir heben uns mal 10 auf. Eventuell können wir ja noch irgendwie was bauen. Ich drücke einfach mal auf Bestätigen. So, wir halten mal Ausschau nach der nächsten Karawane. Die braucht aber noch ein bisschen. So, und dann gehen wir mal alle zu Bett. Der nächste Tag beginnt. Tag 4. Na, wann kommt die nächste Karawane? Okay, gut. Also alle 2 Tage kommt immer eine Karawane, wenn wir das Feuer auch schön kräftig am Lodern halten. So. Wie sieht es aus? Was ist denn? Frage? Was ist los? Holz, Gemüse oder Gemüseholz? Oh Gott, es ist ein bisschen... Okay, na gut. So, hey, ich baue gerade etwas, was wäre für die Gemeinschaft denn besonders nützlich? So, Holz, Gemüse, Holz plus 25 oder Gemüse plus 15 oder Gemüseholz, Gemüse 25 oder Holz plus 15. Also wir holen ja bald die Engerlinge raus, aber so wie es aussieht, also ein bisschen ein Fresserchen können wir sparen. Jetzt holen wir aber, ich hoffe, jetzt kriegen wir Engerlinge dazu. Heißt also, mehr Holz wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, damit wir auch die Unterkünfte dann demnächst machen können. Und natürlich auch immer das Feuer schön am Prasseln halten. Ich würde sagen, wir machen mal einen auf diesen. So, hier. Sehr schön, ich danke Evelyn, ich danke dir. Geile Scheiße. So, einmal wieder zurück. Huch. Wie sieht das aus? Wo ist er denn? Nee, steht hier. Kratzt sich am Kopf. Weiß ich auch nicht. Große Frage, könnten wir? Oder brauchen wir dafür auch nochmal einen anderen? Wahrscheinlich schon, wa? Wahrscheinlich müsste man dann auch jemand anders wieder besorgen. So, wie sieht's aus? Insektenproduktion plus 5 heute und Gemüse minus 5. Ah, Scheibenkleister. Und Holz? Nee, wir müssen die Wohnquartiere... Nee, ich glaube, das war schon die bessere Entscheidung. Oh, Fischproduktion. Ich mach mal Vormittag. Jetzt können wir schön die Arbeiten verteilen. So, kommt alle ran hier. Ja. Bianca. Ich mag Insekten. Ich werde einige züchten. Cool. So. Und Evelyn? Und ich kümmere mich um Reisende. Es wäre toll, wenn du mich einem anderen Reisen zuteilen könntest. Aber warum? Nein, wir brauchen Gemüse. Oh, Scheibenkleister. Okay, gut. Ja, hallo. So, komm, Charlie. Komm ran hier. Charlie muss Holz ranholen. Oh ja, geil. Grüner Salat plus 5, zufrieden plus 2 und Biber plus 5. Das haut hier richtig rein. Okay, da können wir heute Abend mal wieder ordentlich Holz veranstalten. So, wie sieht es hier aus? Sie wollte gerne im Wurmterrarium arbeiten. Da kriegen wir Bär, zufrieden und Starkwind. Kriegen wir 27 Engerlinge. Und wir können heute Abend noch irgendwie... Oh ja, wir können noch ein Engerling-Gericht produzieren. Geil. So, was ist hier jetzt? Sie würde gerne
nochmal bei jemandem arbeiten. Aber wir brauchen Salat. Wir probieren es einfach mal aus. Komm hier, gehst du da rein? Sehr schön, jetzt arbeiten alle zusammen. Alle haben ihren Willen bekommen. Und wir gucken mal, was denn dabei so passiert und was dabei rausspringt. So, ich gehe mal weiter. Arbeite mit Reisenden. Oh, wir haben einen Siegpunkt bekommen. Alter Schwede, 39 Holz. Wie lange? Also wir haben ja nicht genug. Wir haben ja nicht genug Lagerkapazitäten. Wäre natürlich auch ein Traum, wenn wir das natürlich mal, wenn wir das natürlich mal irgendwie upgraden könnten. Aber wie lange hält das überbordende, überfließende, übergefüllte Lager quasi dann das Holz? Das ist jetzt die große Frage. Und ich wusste gar nicht, dass Bianca bei der Sternflotte ist. Interessant. So, machen wir das erstmal weg. Setzen wir... Oh, verdammt. So, wir wollen... Sie möchte garantiert, genau, irgendwas mit Insekten. Sie wollte Insekten auf der Speisekarte haben. So, wir mengen, um sie alle zu entdecken. So, keine Ahnung, worum es geht, weil ich war wieder so doof und hatte einfach weitergeklickt. Weil ich dachte, es wäre so ein überlagertes Fenster. Aber nun ja, du kannst ja zurückspulen, weißt du? Und kannst du nochmal lesen. So, aber nicht vergessen, Stimme auch verstellen, ja? So, dann... Okay, es ist doch... Ja, machen wir doch mal hier, machen wir doch mal da. Da kommt denn sonst was raus? Das ist ein spärliches Essen. Wir müssen aber noch ein bisschen was dazu hauen. Heißt also, wir könnten jetzt hier nochmal ein paar Engerlinge dazu. Okay, warte mal. Das ist jetzt das. Das ist jetzt hier irgendwas von denen hier unten anscheinend. Und wenn ich da jetzt nochmal so, dann kommt mir hier Schlumpspumps. Okay, ja. Reichhaltiges Essen. Alle, oh. Oh, die sind mega gut drauf. Wenn wir das so machen, sind die mega gut drauf. Hier, Evelyn, ja, aber Evelyn geht ja auch nach Hause. Also ist es ja auch in Ordnung. Morgen ist sie weg und die beiden sind mega gut drauf. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so. Ach, hätten wir vielleicht doch mal lieber Salat machen sollen. Ich wusste nicht. Ja, man weiß es. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich dachte, wir müssen jetzt hier noch irgendwie was bauen. Wir würden ordentlich Holz verbrauchen. Aber, naja, es war genau andersrum. So, ich würde sagen, bestätigen. Sehr schön. Ein Ratatouille mit Insekteneinlage. Sieht köstlich aus. Oh, zum Fingerschlecken gut. Holzproduktion plus 10 und Ölproduktion auch plus 10. Yay! Nun gut. Jetzt wäre wieder die fette Frage gewesen, hätten wir jetzt zweimal Engerling und nur einmal Salat dazu gehauen, was wäre denn dann rausgekommen? Weil das können wir irgendwie nicht so richtig gebrauchen gerade. Holz haben wir im Überfluss und Öl haben wir überhaupt noch nicht die Möglichkeiten. So, Insekt zum Abendessen. Aber schon wieder einen Siegpunkt dazu, da sind wir schon bei 4. Geil, oh, und so ein schönes Geschmatze. Gefräßige Stille ist immer ein Traum. So, einmal rauszoomen, einmal hier gucken. Ja, die machen, die spachteln jetzt ja einfach nur. Morgen müssen wir uns dann wieder, morgen müssen wir uns ja schon wieder verabschieden. Ach, schade, 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 schade. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir das Feuer löschen lassen? Die Karawane einen Tag länger braucht, als unsere Gäste eigentlich bleiben wollen. Was passiert denn dann? Machen die hier Krawall? Machen die Tabula Rasa? Reißen die denn hier ihre Hütte ab, die sie gebaut haben? Spucken die uns in den Salat? Wer weiß, wer weiß. So, ich mach mal weiter. Wir müssen ein bisschen Holz verbrauchen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, ach du Scheibenkleister. Oh, einige Wetterereignisse schwächen das Feuer stärker als andere. Pass auf den Wind auf. Oh, Scheibenkleister. Ja, so, wir müssen ordentlich dazu packen. So, das Feuer ist stark und gut zu sehen. Dann, aber wir müssen unbedingt noch, nee, wir müssen noch mehr. Ja, und dann kommt die Karawane auch morgen an. Okay, gut, dann werden wir das mal bestätigen. Und dann, mal gucken, was machen die anderen noch? Hupsala, was machen die anderen noch? Die sitzen hier immer noch und spachteln? Nö, die haben sich schon wieder, hä? Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Oder hängen die... Ja, sind die in den Quartieren, die ich nicht habe? Hä? Wo,
Keine Ahnung. Vielleicht machen wir auch noch Nachwanderungen zu der Gruselhütte hier hin. So, wir machen mal den nächsten Tag. Tag 5. Es regnet. Okay. So. Die Karawane müsste da sein. Evelyn ist... Das ist der letzte Tag von Evelyn. Genau. Bianca... Bianca ist auch auf Rost. Was? Okay, na gut, ja. So, dann haben wir nur noch Charlie am Start. Heißt also, der muss noch Wohnraum bauen. Okay, Tag 5. Dann müssen wir uns jetzt von Zweien verabschieden. Und die freuen sich wie ein Honigkuchenpferd. Was zum Henker? Naja, gut, ja, war halt scheiße bei mir. War immer nur Arbeit, Malochen. Und im Salat waren auch noch Insekten. Ach, okay, gut. So. Eusen. Eusen ist ein Otter. Eusen ist ein Otter. Eusen kann Lagerraum bauen. Und Wohnraum. Und Fisch. Ich meine, ja. Das ist überhaupt kein Problem. So, ich kann. Also zwei gehen und zwei kommen. Ist ja alles... Oh, Scheibenkleister. Oh nein, jetzt kann man aus... Elmer ist wieder da. Oh, ich kann Elmer überhaupt nicht gebrauchen, aber Elmer ist wieder da. Mimi. Mimi ist eine Maus. Okay. Okay, stellen gerne ihre Stricktalente zur Verfügung. Könnte Textilien produzieren. Und würde... Okay, würde Lagerraum, lagert Materialien gerne und würde, okay, und würde einen Garten, würde die jetzt den Garten bauen oder würde die jetzt den Garten anlegen? Das ist jetzt die große Frage. Was ich genau gesehen habe, Wohnraum und Fischen. Von wegen Fischerhütte, ich nehme ihn unbedingt. Holzfällerhütte, Holz. Wir haben noch... Holz müssen wir nicht unbedingt haben, weil haben wir noch. Wir haben ja hier noch Charlie, den haben wir noch am Start. Wohnraum. Baut er uns denn den Wohnraum? Und was ist er? Warte mal, er ist ein Biber. Ich würde noch mal was anderes holen. Heißt also, oh, was ist denn bitte? Das Wurmterrarium. Produziert mehr Insekten. Okay. Und Treibhaus. Produziert ein produziert Gemüse. Das müssten wir eigentlich haben. Oder Elmar halt. So, 15 Gemüse oder auch 15 Gemüse. Scheibenkleister. Und das mit dem Lagerraum. Frage. Möchte die gerne im Lagerraum arbeiten oder baut sie uns einen Lagerraum? So, hier gibt es 30 Holz. Müssen wir nicht haben. Nee, brauchen wir nicht. Oder? Nee, müssen wir nicht haben. Den Biber haben wir. Alles okay. Ich würde Bibi nehmen und dann gucken, ob wir irgendwie einen Garten irgendwie noch rausschlawinern können. Holz müssen wir nicht unbedingt da. Ich nehme noch Bibi. Ich hab. Mehr Reisende kann ich nicht. Mehr darf ich nicht. Oder? Nee, glaube ich nicht. So, heißt also, wir bestätigen. Macht es gut. Vielen Dank. Ach, was schön mit euch. Komm nochmal knutschen. Sehr schön. Tschüss, macht es gut. Schöne Grüße an Elmar. Das ist echt ein bisschen mies. So, die hauen ab. So, Charlie, Eusen und Bibi. Ja, mega gut. Noch mehr verschiedene Stimmen. Ich freue mich jetzt schon. So, die können sich ja schon mal ein bisschen aufwärmen. Hier sieht es eigentlich schon mal halbwegs nice aus. Heißt also... Oha, ich habe... die Uhr. Der Todfeind eines jeden angespielt. Weil, das ist der Endboss, der eigentlich nach 45 Minuten kommt. Ja, also, da sind wir ein kleines bisschen drüber. Ein ganz kleines bisschen. So, ich würde aber mal... Vielleicht machen wir noch mal einen. Den einen Tag machen wir hier noch. Ich bin nämlich tierisch gespannt. Charlie. Wir sollten den Wohnraum des Leuchtturms erhöhen. Mit der entsprechenden Menge an Holz könnte ich zusätzlichen Wohnraum schaffen. Ja, ausgezeichnet. Ja, mega geil. So, Charlie, komm ran hier. Charlie? Da wohnen Menschen. So, Wohnraum. Das ist immer nur der. Ich pack den hier einfach darüber, oder? Das
bestimmt schön warm über den Engerlingen und quasi ist immer geil, wenn man das Essen hört, weißt du? Das ist ja auch, wenn das hier so, so schön im Gebälk krabbelt und so weiter, das hört sich bestimmt an wie eine schöne brutzelnde Bratpfanne oder irgendwie sowas. Da schläft man dann richtig schnell geil ein. Man wacht zwar mit einem Riesenhunger auf, aber hey, ist ja alles kein Problem. So, eines Tages hat ein Besucher ein ausgeklügeltes System an der Seite des Leuchtturms installiert. Wenn es sonst nichts zu tun gibt, kannst du immer Trümmer einsammeln. Wer weiß, was du alles findest. Jetzt darf ich, ja. Jetzt wird hier schon an Kilotonnen, ja. Was hier schon irgendwie durchgerauscht ist, irgendwie an brauchbarem Material. Es ist keine Ahnung. So, Fischerhütte. Fisch. Ja, genau. Ja, geil. Ich hab das schon. Ich muss das gar nicht bauen. Ich brauche nur einen Otter. Ja. Oha. Okay, jetzt geht das hier runter. Und jetzt... Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. So, Bibi. Bibi könnte... Wir brauchen Fresserchen. Oh Gott, Holz. Aber kein Essen. Also war doch in Ordnung. Ah, scheiße, nee, das Holz, oder? Warte mal, wir hatten 75. Ich hab da oben, habe ich 30 reingehauen, dann waren wir bei 45. Das hat, was, 5? Die Wohnquartiere. Ich sollte mal die Preise lesen. Mein Gott, so. So, komm ran hier. Oh, Scheibenkleister. Okay, er könnte Fisch machen. Er könnte auch einfach mal eine schöne, geile Pause machen. Wir könnten aber auch was bauen. Dann hätten wir aber nicht mehr genug Holz am Start. Das ist natürlich richtig schön. Richtig schön käsig. Richtig schön käsig. Ah, okay, gut. Heißt also, nee, bauen müssen wir nicht unbedingt. Wir haben noch 4 Tage. Was könnte sie denn bauen? Noch ein Wurmterrarium, noch ein Treibhaus, ein Garten. Kostet aber 30 Holz. Ach du Scheibenkleister. Dann würde sie jetzt arbeiten. Ich schicke sie jetzt hier einfach mal ins Treibhaus. Dann haben wir eine schöne, lukullische Auswahl heute Abend. Und da werden wir mal gucken. Wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Salat. Wir brauchen 10 Salat. Wir brauchen Engerlinge. Oh, ich bin gespannt. Nee, dann gibt's heute nur wieder das olle Essen. Ah, Scheibenkleister. Ich hätte gerne das andere ausprobiert. Mit den 20 Insekten und mit dem 10 Salat. Aber vielleicht können wir auch mal schauen, wie viel Fisch wir rankriegen. Dann wird es heute ein sehr, sehr fleischlastiges Essen. Wir lassen uns mal überraschen. So, dann. Dankeschön. Wohnraum. Geil. Sehr schön. Habe ich jetzt? Wie viel? Werden wir gleich sehen, oder? Wo sieht man das? Das ist jetzt wieder die fette Frage. Wir haben keinen Fisch. Ah, spärliches Essen. Nee, der will... Ah, okay. Okay, ja. Kann ich? Nee, das funktioniert nicht. Immer nur ganze 10er Scheibenkleister. Ah, ich dachte, es würde noch ein bisschen Fisch dazukommen. Okay, ich mach mal bestätigen. Zumindest das. Die Moral ist mega hoch. Aber langsam. Ja, langsam rechnen sich hier die hochstrategischen Züge, die ich hier gemacht habe. Ach, ja, es ist dann egal. Hauptsache, die sind glücklich. Wie sieht das hier aus? Ist kein Fisch dazugekommen? Ich hab überhaupt noch keinen Fisch gesehen hier. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen problematisch. Nun gut, Holz haben wir noch am Start. Dann würde ich doch mal sagen, fachen wir nochmal das Feuer an. Oh. Okay. Die sind jetzt... Oha. So, wir heizen mal anständig an. Ach so. Okay. Nun gut. Also, 2 Tage, alles kein Problem. Dann bestätigen wir mal. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal in die Nacht. So, Tag 6. Und damit auch ein neuer Morgen. Die Karawane ist morgen da. Wie viele Bewohner können wir denn haben?
Kann man das noch irgendwo sehen? Das wäre natürlich nochmal cool. Oh, stürmisch. Okay, von Gezeitenwelle? Okay. Ach du Scheibenkleister. Na tolle Wurst. Kommt ihr denn hier rüber gefegt? Müssen denn alle im... Oder müssen alle im Leuchtturm sein, oder? Was ist mit meinem Häuschen? Oh, Scheibenkleister. Das ist natürlich nicht so aufregend. So, die... Ach, amüsieren sich noch schön am Lagerfeuer. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr... Ach du grüne Neune. Ja, Dreiviertelstunde. Die Dreiviertelstunde haben wir locker durch. Das sieht so nett und harmlos aus am Anfang, aber ich glaube mal, es kann ganz schön haarig werden, wenn man hier die falschen Entscheidungen trifft. Wir haben ja jetzt, ja, auch im Rahmen des Tutorials habe ich jetzt hier einfach nur rausgeblasen, einfach nur, um es euch zu zeigen, was man denn hier alle so bauen kann. Unsere Ressourcen, ja, was für Ressourcen, die sind extrem mager. So, für euch heißt es jetzt also, mal schön zum Spieledealer eures Vertrauens gerannt, hart geklickt, mal selbst die Demo runtergeladen und mal sich selbst hier den Gezeiten und den Herausforderungen gestellt. Ist ja noch reichlich zu entdecken. Was ist diese Gezeitenwelle? Wann kommen hier endlich mal Fische ins Netz? Und vor allen Dingen, was bringt es natürlich hier unten mal, das ganze Treibgut hier rauszuziehen, was da wohl irgendwie noch da drin steckt. So, ich finde es ein wirklich herausforderndes Spiel. Wie gesagt, irgendwie augenscheinlich nicht unbedingt tief, aber es wird halt immer mehr. Mit den verschiedenen Spezien, mit den verschiedenen irgendwie Anforderungen, Wünschen und natürlich auch mit den Gebäuden. Und wie sieht es aus, wenn jetzt hier so eine Gezeitenwelle kommt? Ist unser ganzer Progress einfach weggespült? So viele Fragen, so wenig Antworten in diesem angespielt. Das musst du wohl selbst herausfinden. So, in diesem Sinne, ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, auf die Wunschliste setzen. Du weißt schon, warum. Und hab noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.